Hallo Gemeinde. Heute gibt es Erbsensuppe. Ja, Erbsensuppe à la Portugal. Warum à la Portugal? Hier in Portugal kriegt man ja nichts Geräuchertes oder Gepökeltes. Und in der Erbsensuppe gehört ja eigentlich auch was so zum Beispiel wie Kassler rein. Oder auch so wie Kochwurst, irgendwas Geräuchertes. Und wie gesagt, gibt es hier nicht. Darum mache ich das mit Schweinebauch, was ich gestern schon eingelegt habe in Salz und Pfeffer. Und ja, Zutaten werdet ihr gleich sehen. Im Prinzip alles das, was man in Portugal so bekommt. Die Erbsensuppe mache ich im Dutch Ofen. Ich bereite alles vor, mache alles in den Dutch Ofen rein und dann kommt ihr auf den Gasgrill. Das Video und das Rezept könnt ihr ja wieder nachlesen und natürlich auch angucken. So, dann wollen wir mal anfangen mit den Zutaten. Die zeige ich euch gleich nochmal, was ich dafür alles gekauft habe, auch damit ich ein bisschen Raucharoma da reinbekomme. So, dann geht's jetzt los. Willkommen in Portugal. Wie gesagt, wir haben ja keinen Kassler. Ich habe dafür Bauch, was ich jetzt schon einen Tag eingelegt habe in Salz und Pfeffer, um ein bisschen Raucharoma reinzubekommen. Mache ich das hier mit Bacon-Scheiben, was ich klein schneide, und dann habe ich so noch ein Stück Bacon, was damit reinkommt. Dann kommt als Wurzelgemüse Pastinake mit rein. Wurzeln, dann kommen Zwiebeln mit rein, Kartoffeln und eine Knollensellerie, die ich hier zum Glück bekommen habe. Ist ganz selten, dass man in Portugal sowas bekommt. Dann werde ich nachher noch hier Wurst reinschneiden und gewürzt wird das eigentlich nur dann mit Pfeffer und Salz. Und wie gesagt, das sind hier die Erbsen. Und ja, das ist eben der Dutch Ofen. Ach ja, und dann natürlich hier noch Lorbeerblätter. Ne? Das werde ich jetzt alles mal zubereiten und dann alles im Dutch Ofen packen. Das erste, was ich da reinpacke, das ist Bauchfleisch. Ich mache das direkt unten auch mit Schwarte. Das ist das erste, was ich im Dutch Ofen reinschmeiße. Nein. Reinlege. So, danach kommt das Bacon rein. Ich habe ja so ein größeres Stück noch und Scheiben, das lege ich oben drauf. Wie gesagt, das ist um den Kassler, den ich nicht habe, ein bisschen reinzuheben. Wie ihr seht, ist es schon, ja, meine Suppe wird deftig. Ich mache eben das Deftige. So, dann kommt das Wurzelgemüse oben drüber. Die Zwiebeln. Erbsen. Kartoffeln und Wurst kommt bei mir zum Schluss rein, weil sonst das würde es alles zerkochen. Ich mache das so. Das nehme ich jetzt mit raus und pack das auf dem Gasgrill. Und dann fülle ich Wasser rein und dann kommt der Deckel zu. Gewürze kommen bei mir immer zum Schluss rein. Der ist schon vorgeheizt. Ich stelle ihn jetzt mal drauf und fülle ihn mit Wasser.
Deckel drauf. Und jetzt brauchen wir nur noch warten. Meine Videos sind ungeschminkt. Was habe ich vergessen? Lorbeerblätter. Einmal nochmal anheben, Lorbeerblätter rein. Ups, und wieder rauf. Gut. So, nach einer Stunde können wir mal nachgucken. Ist noch natürlich nicht fertig, aber weil das brutzelt. Ja. Ja. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, ziehen wir einmal das Fleisch raus. Ich stelle das hier irgendwie ab. So. Und zweimal. So ist der Speck, ne? Genau. Ich schneide das rein, ja? Ja. Ja, okay. Oh. So, das Fleisch ist raus. Jetzt kommen Kartoffeln und Wurst noch mit rein. Und wir müssen das würzen. Ich habe das ja vorher nicht gewürzt. Wie ihr seht, ist richtig alles eingedeckt, also beziehungsweise alles verköchelt. So. Wie gesagt, jetzt müssen wir es abschmecken mit Pfeffer und Salz. Salz ist ja überhaupt noch gar nicht drin gewesen. Das Fleisch schneide ich in kleinere Stücke und das kommt dann kurz bevor die Suppe richtig fertig ist, dann noch mal mit rein. Jetzt müssen ja, wie gesagt, jetzt noch mal die Kartoffeln gar werden. Jetzt ein bisschen abschmecken, weil er kein nicht gewürzt war. Ja. Lorbeerblatt kann auch gleich raus, wenn wir das schon sehen. Ansonsten ist das wirklich eine schöne Erbsensuppe geworden. Auch ohne Kassler. Ja, super. Das Fleisch habe ich jetzt gepult.
Und klein gemacht, das kommt da jetzt mit in die Suppe rein. So. Ja. So. Ja, meine Gerichte sind immer, na, ich sag mal, deftig. Was soll ich machen? Sehr, sehr lecker, Leute. Sehr, sehr lecker. Die Erbsensuppe sollte jetzt fertig sein. Die ist ja jetzt schon ganz lange drauf. Ja, das wird fertig sein. Ich liebe so einen Dutch Ofen, das machst du alles rein und wie gesagt, auf kleine Temperatur und dann gehst du weg und das ist dann irgendwann mal fertig. Das ist so. Ja. Ja. Das ist die Kartoffel. Probieren. Ja. So, ist fertig. Können wir auf den Tisch bringen.